auf halber Strecke zwischen Wien und Bratislava, unmittelbar angrenzend an den Nationalpark Donauauen, ragen die vier Türme von Schloss Orth an der Donau über den Baumwipfeln hervor. Zur Orther der Schlossgeschichte forscht die Kulturvermittlerin Annemarie Täubling seit 2 Jahrzehnten. Schloss Orth an der Donau kann auf eine 800-jährige Baugeschichte zurückblicken und entwickelte sich von der mittelalterlichen Wasserburg über das Renaissance-Kastell zu einem wirtschaftlich genutzten Gebäude als Schüttkasten. Und Kronprinz Rudolf hat dann ab den 1880er Jahren das Orther Schloss als sein Jagddomizil erkoren. Danach war Schloss Orth an der Donau im 20. Jahrhundert auch Museumsstandort und heute ist es einerseits Nationalparkzentrum, andererseits aber Zentrum für Kultur, für Veranstaltungen, Theateraufführungen und Konzerte. Schloss Orth ist auch der Sitz des Nationalparkzentrums Donauauen. Geleitet wird es seit 2019 von Edith Klauser. Mit der Nationalparkgründung war klar, dass man mit dem Nationalparkzentrum und auch mit dem Sitz der Nationalparkverwaltung nach Schloss Orth geht. Und mit dieser Entscheidung, mit dieser Festlegung wurde auch vor allem das Schloss Orth revitalisiert und renoviert. Unsere Arbeiten gliedern sich einerseits also in den Artenschutz- und Naturschutzbereich. Auf der anderen Seite machen wir auch sehr viele Forschungsprojekte. Und auf der dritten Ebene kümmern wir uns sehr intensiv um die Umweltbildung. Nur 7 Kilometer weiter östlich, ebenfalls direkt angrenzend an den Nationalpark, liegt Schloss Eckartsau. Das pittoreske Jagdschloss ist als letzter Aufenthaltsort der Kaiserfamilie vor dem Exil bekannt. Damit endete die Herrschaft der Habsburger, wo sie mit dem Sieg über König Ottokar 1278 begonnen hatte, im Machfeld. Oftmals die erste, die hier in der Früh aufsperrt, ist die staatlich geprüfte Fremdenführerin Lisa Christina Drinker. Ursprünglich war das Schloss ja eine mittelalterliche Wasserburg, das heißt, es hatte einen Festungscharakter. Also man musste sich verteidigen. Das Machfeld war oft Schauplatz von großen Schlachten. Das heißt, Burgen waren wichtig, um die Bevölkerung auch zu schützen. Maßgebliche Umbauten erfolgten um 1900 unter dem Thronfolger Franz Ferdinand. Das Haus blieb seitdem in weitgehend unverändertem Zustand erhalten. Hier zu arbeiten heißt, jeden Tag in die Geschichte einzutauchen. Ich mache wirklich täglich eine Zeitreise mit meinen Gästen hier im Schloss Eckartsau. Wir können in verschiedene Aspekte eintauchen hier, in verschiedene Abschnitte der Geschichte. Und ich versuche auch immer, das Leben damals, auch wenn ich nicht dabei war, so gut wie möglich zu zeigen. Am südöstlichen Ende des Machfelds liegt Schloss Hof. Durch eine Fahrradbrücke über die Marsch hat es eine direkte Verbindung nach Bratislava. Wie kein anderes Schloss in Machfeld steht die in den 1620er Jahren errichtete Anlage für barocke Festkultur. Leiterin des Gästeservices in Schloss Hof ist die Historikerin Birgit Lindner. Prinz Eugen hat 1725 Schloss Hof gekauft und monumental um- und ausbauen lassen von Johann Lukas von Hildebrand. Die prominenteste Besitzerin nach dem Ableben von Prinz Eugen war Maria Theresia. In ihrer Zeit ist der Hof auch gerne hier gewesen. Schloss Hof ist immer nur eine Sommerresidenz gewesen. Also man ist hier herausgekommen, wenn es in Wien zu heiß geworden ist oder natürlich zur Jagd. Das Schloss ist immer ein Jagdschloss gewesen. Nach ihrem Ableben dann ist aber allmählich hier der Dornröschenschlaf eingefallen. An den Barockgarten grenzt der Gutshof samt Orangerie und Tierbereich. Zu sehen sind hier rund 200 Tiere. Geleitet wird der Tierbereich von der studierten Zoologin Katharina Chan.
Hier befinden wir uns im Tierbereich in Schloss Hof, ein Bereich, der sich den seltenen Haustierrassen verschrieben hat. Wir halten hier viele verschiedene Rassen, wie das Walachenschaf, das Zackelschaf, die Vierhornziege oder bulgarische Langhaarziege oder einen Lipizzaner, Nonius, Gidran, also sehr viele seltene Haustierrassen, die alle vom Verschwinden bedroht sind, unter anderem auch den österreichisch-ungarischen weißen Barockesel. Österreichs einzig offiziell anerkannte Eselrasse. Da hat Schloss Hof auch viel mitgetan, dass es zur Rassewerdung gekommen ist. Nur 3 Kilometer von Schloss Hof entfernt steht das um 1700 errichtete Barockschloss Niederweiden. Durch die Allee des einstigen Schlossgartens führt heute ein Fahrradweg. Die studierte Kunsthistorikerin Katrin Harter ist hier als Kuratorin tätig. Schloss Hof und Niederweiden gehören ja seit den Tagen des Prinz Eugen zusammen, bis zur heutigen Zeit eigentlich. Eine Viertelstunde brauchte man ja nur von Schloss Hof. Man hat den Garten genossen, die hohen schattigen Bäume des Rokokogartens, hat vielleicht den Jagd-Déjeuner im ovalen Saal des Schlosses genossen und ist dann wieder nach Schloss Hof zurückgekehrt. Schloss Niederweiden wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts umfassend renoviert. Seit 1986 finden hier in regelmäßigen Abständen immer wieder Ausstellungen statt. Und so ist das kleine Schloss Niederweiden, das nach dem Zweiten Weltkrieg sogar kurzfristig dem Abbruch nahe war, heute wieder fixer Bestandteil dieser Machfeldschlösser. Und hier befinden wir uns in einem Nebengebäude von Schloss Niederweiden, die Wildküche, so wird sie heute genannt. Das ist ein noch aus der Barockzeit, aus dem frühen 18. Jahrhundert erhaltenes Küchengebäude. Und das Schöne ist auch, zu besonderen Anlässen wird hier noch gekocht auf diesen Herden aus dem 18. Jahrhundert. An den Ufern der Marsch, inmitten des Augebiets, liegt das von der Familie Palfi zum Barockschloss umgebaute Schloss Marchegg. Seit dem Abschluss einer umfassenden Generalsanierung Anfang 2022 erstrahlt es heute wieder in seinem vollen Glanz. Projektleiter war der Leiter des Marchegger Bauamts, Felix Reinicke, der mit der Baugeschichte in jedem Detail vertraut ist. Die Stadt Marchegg wurde 1268 von König Ottokar, dem Böhmenkönig, gegründet. Und in der nordwestlichen Ecke der Stadt wurde eine Burg angelegt, die den Kern des jetzigen Schlosses Marchegg bildet. Zukunftsweisend war 2018 der Beschluss des Landes Niederösterreich, hier eine Landesausstellung auszurichten. Und Marchegg als dauerhaften Museumsstandort zu etablieren. Als Geschäftsführer von Schloss Marchegg ist Andreas Pataki für das Naturvermittlungsprogramm in den Auen zuständig. Hier befindet sich ein sehr großes Naturschutzgebiet. Das sind die unteren Marauen, hat eine Fläche von 1200 Hektar, grenzt eben direkt an die Rückseite des Schlosses an. Und hier auf diesen 1200 Hektar Naturschutzgebiet befindet sich auch Europas größte baumbrütende Storchenkolonie mit ca. 180 Störchen. Und wir vom Schloss Marchegg betreuen eben dieses Gebiet in Kooperation mit dem WWF. Es ist die Nähe von Kultur und Natur, die das Leben in den prunkvollen Schlössern des Marchfelds bestimmt.